Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Kultdialog. Das Thema heute lautet Superinitiative zur Nutzung von Lehrständen als Handlungsräume für Kultur und Wissen. Dafür darf ich sehr herzlich unseren Gast begrüßen, Frau Inge Strassel. Sie gehört zum Team vom Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen. Wenn Sie uns vielleicht kurz erklären, wer Sie sind und was Sie genau machen. Gerne. Danke vielmals für die Einladung. Ich bin im SIR, im Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen, angestellt und arbeite dort im Bereich Wohnbauforschung und habe mich in den letzten Jahren auch mit dem Thema Wohnungsleerstand befasst. Und wir haben da auch eine genaue Untersuchung gemacht, wie das ausschaut mit Wohnungsleerstand in der Stadt Salzburg. Ja, genau. Also das Salzburger Institut hat ja dazu zu dem Thema Wohnungsleerstand im letzten Jahr eine Studie gemacht, unter anderem über Salzburg. Wenn Sie uns da vielleicht erklären, worum es dabei genau gegangen ist. Genau, wir haben mal angeschaut, wie hoch ist ungefähr dieses Potenzial an Wohnraum, der praktisch schon existiert, aber nicht genutzt wird. Das heißt, Wohnungen, die bereits als Wohnungen existieren, aber leer stehen. Wir haben dazu eine Studie gemacht, eine Untersuchung und haben auch anhand von Stromverbräuchen, nicht auf die Wohnung genau, sondern auf das Areal, auf den Stadtbezirk, geschaut, wie viele Wohnungszähler gibt es jeweils, die kaum Strom verbrauchen, und haben aus dem dann Rückschlüsse ziehen können, wie viele Wohnungen es bereits gibt in der Stadt Salzburg, die aber nicht genutzt werden. Und das wäre natürlich auch ein Potenzial, wo man sagt, da kann man eigentlich relativ leicht wieder Wohnnutzungen hineinbekommen, ohne dass man jetzt was Neues bauen muss. Okay. Bei uns geht es ja heute um die Nutzung von Leerständen als Handlungsräume. Was sind Ihrer Meinung nach Gründe dafür, dass es in Salzburg so viel Leerstand gibt? Das hat sehr viel, glaube ich, mit Zeiten auch und mit auch Demografie zu tun. Das sind einerseits bei Wohnungen, haben wir festgestellt, dass es relativ viel Leerstand gibt, gerade in Eigentumsbereichen, so aus den 60er, 70er Jahren. Das sind die Wohnungen, die gekauft wurden von damals jungen Leuten, die mittlerweile alt sind, die in Seniorenheimen sind, die in Pflegeheimen sind, wo es gerade Wohnungsübergaben gibt. Das heißt, da gibt es schon auch aufgrund der Demografie einen Wechsel, wo mal eine Zeit lang oft unklar ist, was mit den Wohnungen ist oder wie die weiter genutzt werden. Und ähnlich ist es natürlich im Gewerbebereich auch, dass Gewerbebetriebe sich verändern, Nutzungen sich verändern und dadurch auch Leerstände entstehen. Okay. Und bei Ihrer Studie, also wenn Sie uns vielleicht mal die Ergebnisse davon vielleicht kurz erklären würden, vor allem auf Salzburg gesehen, zu welchen Ergebnissen Sie da gekommen sind? Also wir haben uns angeschaut, wie viele Wohnungsstromzähler gibt es in der Stadt Salzburg, die jetzt weniger als 200 Kilowattstunden verbrauchen. Das war so eine Annahme, wo wir gesagt haben, das ist, wenn hier und da mal irgendwo wer nachschauen kommt, ob alles in Ordnung ist oder so, dann ist das noch der Verbrauch. Wenn es mehr ist, sagt man, dann liegt schon in irgendeiner Form zumindest eine Teilnutzung vor. Aber das sind doch 4.800 Wohnungen in Salzburg. Wenn man jetzt sagt, ein Teil davon ist zum Beispiel gerade in einer Sanierungsphase oder in einer Übergabephase und wird eh wieder genutzt und es gibt vielleicht einen Teil, die beruflich bedingt gerade nicht genutzt werden, die aber nicht leer stehen, sondern wieder später genutzt werden. Also wenn man solche Fälle oder auch Fehlermeldungen bei Stromzählern, wenn man das alles korrigiert mit Erfahrungswerten, dann kommt man auf ein Potenzial von ungefähr 3.500 Wohnungen in der Stadt Salzburg, die de facto nicht genutzt werden und die aber theoretisch als Potenzial für Hauptwohnsitze zur Verfügung stehen würden. Empfinden Sie, dass es auch ein Thema ist, das hätte schon viel früher Taten benötigt? Also generell auch das Thema Leerstand? Ich glaube, dass das ein Thema ist, das immer aktuell war und immer aktuell sein wird. Okay. Gut. Und was denken Sie über Organisationen wie die Superinitiative und deren Arbeit? Ich finde es ganz toll, wenn man sich mit dem Thema Leerstand mehr auseinandersetzt. Und dass es auch, es ist ja auch oft so, dass gerade wenn zum Beispiel ein Gewerbebereich absiedelt oder wenn auch eine Umnutzung von einem Gelände oder Gebiet erfolgt, dann braucht es eine Zeit, bis das neu entwickelt ist.
Und in dieser Zeit ist es ganz wichtig, dass diese Areale genutzt werden, dass da in irgendeiner Form was passieren kann. Und das bietet sich wirklich an, dass man da kulturelle Nutzungen, Zwischennutzungen, was immer dort macht, einfach auch um zu verhindern, dass Gebiete verwahrlosen, dass sie in irgendeiner Form einen schlechten Ruf bekommen. Das Image von Wohnsiedlungen, von Stadtquartieren, das ist ganz wesentlich. Mhm. Und wenn man da so zwischensteuern kann, dann ist das eine ganz super Initiative. Und glauben Sie, inwieweit macht es Sinn, sich mit diesem Thema auch auf längerfristiger Hinsicht zu befassen? Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Mhm. Also für die Stadtentwicklung und Stadtplanung sind das ganz wichtige Dinge, weil Stadtplanung ist ein dynamischer Prozess. Es passiert immer etwas und es ist eigentlich auch nicht gut, wenn einmal in einem Bereich sehr lange Zeit nichts passiert, sondern auch eben Bereiche, die umgenutzt werden, die jetzt leer stehen, die haben ja auch in der Zeit ein Mordspotenzial und ich finde es gut, wenn das genutzt wird. Und glauben Sie, dass es hier aber zu Problemen bzw. Schwierigkeiten auch kommen könnte? Es gehört natürlich professionell gemacht, das ist keine Frage, aber es gibt sehr viele Beispiele, auch in Wien zum Beispiel, von größeren Anlagen, wo es sehr viel kulturelle Zwischennutzungen gibt, wo es auch mit Initiativen mit der Nachbarschaft Erfahrungen gibt, wie man diese Areale nutzen kann, wie man sie bespielen kann, wie man eine spätere Nutzung schon vorbereiten kann. Und da gibt es eigentlich, wenn es gut gemacht ist, nur gute Erfahrungen damit. Und inwieweit glauben Sie, dass das Land Salzburg oder generell die Regierung ein Interesse daran hat, sich aktiv in dieses Thema mit einzubringen, beziehungsweise auch für Veränderungen zu sorgen? Ich glaube, dass das politisch schon ein sehr interessantes Thema ist. Also in Salzburg haben wir auch solche Gebiete gehabt im Bereich zum Beispiel vom Stadtwerkeareal in Lehn. Da war es schon auch für die Stadt ganz wichtig, diesen Prozess irgendwie zu begleiten, auch die Information, auch schon in der Entwicklung, sondern in der Planungsphase die Leute rundherum einzubinden, zu informieren, was da passiert. Und noch schöner ist es natürlich, wenn man das noch aktiver betreiben kann, dass man in der Zwischenzeit wirklich kulturelle oder temporäre Nutzungen dort anbieten kann. Okay. Und inwieweit glauben Sie, gibt es das Interesse auch vom Land Salzburg mit Organisationen wie zum Beispiel der Superinitiative zusammenzuarbeiten? Oder auch inwieweit finden diese schon bereits statt, also eine Zusammenarbeit? Ich glaube sicher, dass das interessant ist. Und was ich weiß, gibt es ja auch schon Kooperationen. Mhm. Okay. Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass Sie unser Gast heute waren. Danke vielmals, freut mich sehr. Ja.